Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute erfährst du, wie du herausfindest, wie viel Strom deine Geräte verbrauchen, warum Horrorfilme anschauen Strom spart und am Ende gibt's noch einen Spezialagenten-Super-Geheimtipp. Also, los geht's! Dieses Video ist für Einsteiger gedacht. Du musst kein Vorwissen haben und nicht unbedingt Geld ausgeben. Für einige gibt es Kapitelmarker und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Zuerst zeige ich dir ein paar kostenlose Methoden, um den Stromverbrauch zu ermitteln und nebenbei erfährst du auch, wie du daraus ganz einfach die Stromkosten errechnest. Danach zeige ich dir noch zwei günstige Stromkostenmessgeräte und erkläre, warum du mit Horrorfilmen Strom sparen kannst. Am Ende kommt noch ein Spezialagenten-Super-Geheimtipp für alle, die ihren Stromverbrauch messen, aber kein Geld ausgeben wollen. Die offensichtlichste Methode ist, auf dem Gerät nachzuschauen. Leider ist das oft ungenau. Ich erkläre gleich, warum. Bei Leuchtmitteln funktioniert das allerdings sehr gut, denn da steht eigentlich immer eine Wattangabe drauf. Watt ist eine Einheit, um Leistung anzugeben, ähnlich wie früher PS bei Autos. Übrigens, bereits seit 1978 wird die Leistung von Autos auch in Watt angegeben. Aber zurück zum Thema. Wenn ein Gerät eine Stunde lang 1 Watt leistet, dann hat es eine Wattstunde verbraucht. Auf dieser LED-Birne stehen 4,2 Watt. Wenn ich sie eine Stunde lang brennen lasse, dann hat sie also 4,2 Wattstunden verbraucht. Auf diesem LED-Spot sind winzig klein 5 Watt aufgedruckt. Wenn er 2 Stunden leuchtet, hat er 10 Wattstunden verbraucht. Und 1000 von diesen Wattstunden sind eine Kilowattstunde. Bei uns kostet eine Kilowattstunde neuerdings 53 Cent. Wie viel sind's bei dir? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Falls du ihn nicht weißt, findest du den Strompreis auf der Stromrechnung oder erfährst ihn von der Hotline deines Stromanbieters. Gleich berechnen wir damit auch noch die Stromkosten. Zuerst ein Beispiel, bei dem diese Methode ungenau ist. Auf dem Typenschild meines Ventilators stehen 48 Watt. Daran kann ich aber nur erkennen, wie viel Strom er höchstens verbrauchen wird. Vermutlich werde ich ihn auf Stufe 1 von 3 laufen lassen. Von meinen Messungen weiß ich, dass er dann etwa 34 Wattstunden verbraucht. Auf mittlerer Stufe sind es ca. 37 Wattstunden und auf der höchsten Stufe sind es ungefähr 43 Wattstunden. Für einen groben Überblick reicht die Angabe auf dem Typenschild also und du wirst den Energieverbrauch so keinesfalls unterschätzen. Bedenke aber immer Folgendes. Die Ungenauigkeit nimmt bei höheren Angaben zu. Ein 600 Watt Gaming-PC-Netzteil verbraucht die meiste Zeit eher 150 bis 350 Watt. Und du kannst die Werte nicht einfach halbieren oder dritteln. Auf Stufe 1 von 3 verbraucht der Ventilator nicht 16 Watt, was ein Drittel von 48 wäre, sondern 34 Watt. Das gleiche Problem gibt es übrigens bei Angaben auf Internetseiten und in Bedienungsanleitungen. Dort findet man oft unter technische Daten auch Wattangaben. Mein Plasmafernseher hat laut Anleitung eine nominale Leistungsaufnahme von 460 Watt, also 0,46 Kilowatt. Wir sehen später, wie viel er tatsächlich verbraucht. Manchmal sind Bedienungsanleitungen aber tatsächlich nützlich, um den Stromverbrauch zu ermitteln. Ein positives Beispiel ist die Anleitung unseres Trockners. Hier ist eine schöne Tabelle mit den Stromverbräuchen der verschiedenen Programme mit voller und halber Beladung. Diese Kilogrammangaben beziehen sich übrigens auf trockene Wäsche, wie bei der Waschmaschine. Sogar für verschiedene Schleuderdrehzahlen der Waschmaschine haben sie es kalkuliert, da die Wäsche bei niedriger Drehzahl ja noch viel feuchter ist. Weil wir immer das Eco-Programm benutzen, verbrauchen wir also ca. 1,61 Kilowattstunden. Die rechne ich mal unseren Kilowattstundenpreis von 53 Cent. Schon weiß ich, dass uns ein Trocknungsvorgang 85 Cent kostet. Trocknen wir dreimal pro Woche, sind das 2,55 Euro. Ein Jahr hat ungefähr 52 Wochen. Also nochmal 52 Wochen gerechnet und schon haben wir die Kosten pro Jahr, 132,60 Euro. So einfach könnte es sein, wenn alle Anleitungen so hilfreich wären. Aber beim Stöbern in den Handbüchern findet man manches Mal auch ein anderes nützliches Tool zum Ermitteln des Stromverbrauchs. Das EU-Energielabel. Oft liegt sowas ja einfach nur mit in der Verpackung oder steckt, wie in diesem Fall, glücklicherweise in der Anleitung. Manchmal klebt es auch irgendwo am Gerät. Damit kannst du ebenfalls den Stromverbrauch herausfinden. Leider nicht immer direkt, ich zeige dir aber, wie es geht. Vorher kurz der Hinweis, dass 2021 manche Labels geändert wurden und auch zukünftig Änderungen anstehen. Die Werte sind nicht mit den alten Labels vergleichbar. Die neuen Labels erkennst du am QR-Code. Bei Geräten wie Trocknern, Waschmaschinen und Kühlschränken wurde früher der Stromverbrauch in Kilowattstunden pro annum, also pro Jahr, angegeben. Bei Kühlschränken bleibt das so und ich finde das auch in Ordnung. Der läuft wohl bei den meisten Menschen 24/7. Meiner verbraucht 168 Kilowattstunden pro Jahr. Mal 53 Cent sind jährlich etwa 89 Euro Stromkosten. Da werden zwar meine Stromspartipps aus dem anderen Video nicht berücksichtigt, aber das ist mir genau genug.
Fall abgeschlossen. Bei anderen Geräten ist das leider nicht so einfach, die benutzt ja jeder unterschiedlich oft. Deswegen wird zukünftig nicht mehr der Verbrauch pro Jahr, sondern pro 100 Durchgängen im Eco-Programm angegeben. So wie in diesem Beispiel einer Waschmaschine. Da kann man einfach die 44 Kilowattstunden geteilt durch 100 Eco-Waschgänge rechnen. Das sind 0,44 Kilowattstunden mal 0,53 Euro, also etwa 23 Cent Stromkosten pro Wäscheladung. Bei den alten Labeln muss man vorher googeln, was dahinter steckt. Bei Waschmaschinen waren es 220 Waschgänge pro Jahr. In meinem Fall also 157 Kilowattstunden pro annum geteilt durch 220 Waschzyklen sind 0,71 Kilowattstunden pro Wäscheladung. Allerdings hat man damals nicht einfach mit dem Eco-Programm gerechnet, sondern mit dem Durchschnitt aus drei Waschgängen für Baumwolle bei 60 Grad Celsius mit voller Beladung und je zwei Waschgängen mit Teilbefüllungen bei 60 Grad sowie 40 Grad Celsius. Die Pro-Annum-Werte von anderen Geräten darfst du bei Bedarf gern selbst recherchieren. Bei Fernsehern wurde früher beides aufs Label gedruckt. Der Stromverbrauch in Watt und der Kilowattstunden pro Annum-Wert, der aus 4 Stunden Betrieb und 20 Stunden Standby pro Tag errechnet wurde. Bei den neuen Energielabels für Fernseher und Monitore wird der Kilowattstundenverbrauch pro 1000 Stunden angegeben. Bei diesem Beispiel sind es 106 Kilowattstunden geteilt durch 1000 Stunden ist gleich 0,106 Kilowattstunden. Das sind umgerechnet 106 Wattstunden. Du kannst also auch einfach in Gedanken die Kilowattstunden pro 1000 Stunden durch Wattstunden ersetzen. Dann weißt du ohne zu rechnen, wie viel Watt der Fernseher bzw. Monitor pro Stunde verbraucht. Bei Fernsehern und Monitoren mit HDR-Modus sieht man jetzt auch, wie viel Strom für die helleren HDR-Inhalte verbraucht wird. Das ist alles schön und gut, aber von meinem 10 Jahre alten Fernseher habe ich kein Energielabel und die Anleitung war ja auch keine echte Hilfe. Durchsuchen wir also mal das Internet. Denn für gängige Modelle, wie zum Beispiel ein MacBook Air mit M1-Prozessor, findet man per Google-Suche ziemlich schnell den Stromverbrauch heraus. Einfach Stromverbrauch und die Gerätebezeichnung in Anführungszeichen suchen. Dadurch wird die Suche nach ähnlichen Begriffen ausgeschlossen. Dann klicke ich auf einen der unzähligen Artikel, suche dort mit Steuerung plus F bzw. Command plus F-Taste das Wort Stromverbrauch und komme so schnell zu dem Ergebnis, dass es unter Volllast knapp 30 Watt verbraucht, beim Videos anschauen nur etwa 5 Watt. Das ist definitiv weniger wie mein Fernseher. Allerdings habe ich so nicht den Verbrauch meines Fernsehers herausgefunden, was mich zum vorletzten Punkt dieses Videos bringt. Die Stromkostenmessgeräte. Wenn dir dieses Recherchieren und Rechnen zu umständlich ist, dann empfehle ich dir ein Stromkostenmessgerät, auch Energiemesser genannt. Zuerst trägt man den Strompreis ein. Wie das geht, steht in der Anleitung. Hier muss man zum Beispiel einfach die Kostentaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Dann kann man den Strompreis in Euro eintragen. Mit der Funktionstaste springt man nach rechts und mit hoch und runter stellt man den Wert ein. Dann noch mit der Kostentaste bestätigen. Bei diesem Gerät kann man sogar die Uhrzeit, den Wochentag und zwei verschiedene Strompreise einstellen. Das ist nützlich, wenn bei dir der Strom nachts oder am Wochenende günstiger ist. So, jetzt finden wir endlich raus, wie viel Strom mein Fernseher tatsächlich verbraucht. Erstmal das Messgerät einstecken, auf die Displayanzeige warten, dann den Fernseher einstecken und zuletzt einschalten. Wie du siehst, unterscheidet sich das von den Messungen beim Ventilator. Der hat pro Stufe eine feste Menge Strom verbraucht. Bei Fernsehern, Kühlschränken, Computern und anderen Geräten ist das leider nicht so einfach. Die verbrauchen ständig unterschiedlich viel Strom, je nachdem, wie viel sie gerade leisten müssen. Bei Plasma- und OLED-TVs hängt das besonders stark vom Bildinhalt ab. Helle Aufnahmen verbrauchen mehr Strom, weil die einzelnen Bildpunkte hell leuchten müssen. Für Schwarz verbrauchen sie dafür fast keinen Strom. Sich einen dunklen Horrorfilm anzuschauen, braucht also tatsächlich weniger Strom wie ein Skiabfahrtslauf. Der Unterschied ist kein Witz, da kann es um 100 Wattstunden mehr oder weniger gehen. Auch bei Computern ist der Unterschied zwischen aufwendigen Spielen und Surfen im Internet riesig. Deswegen macht es bei Fernsehern, Computern und Monitoren Sinn, eine Stunde lang zu messen und sie währenddessen normal zu benutzen. So bekommt man einen guten Durchschnittswert, den man dann selbst hochrechnen kann. Bei Kühlschränken sollte man 24 Stunden messen, bei Waschmaschinen und Trocknern eine Wäscheladung von Anfang bis Ende. Und danach kann man hier am Display ganz einfach ablesen, wie viel Strom verbraucht wurde und was der Spaß gekostet hat. Das bleibt auch noch nach dem Ausstecken gespeichert. So könntest du zum Beispiel auch die gesamten Stromkosten eines elektrischen Heizkörpers im Auge behalten, auch wenn du inzwischen durch aussteckst. Wechselst du zwischen verschiedenen Geräten, musst du allerdings daran denken, den Zähler nach jedem Gerät zurückzusetzen. Das geht hier zum Beispiel durch gleichzeitiges Drücken von Funktions- und Hochtaste.
Der eingegebene Strompreis bleibt zum Glück erhalten, kann aber natürlich jederzeit geändert werden. Ein Stromkostenmessgerät kostet so zwischen 15 und 30 Euro. Links zum günstigen Kauf bei Amazon oder über den Geizhals-Preisvergleich findest du in der Videobeschreibung. Da habe ich dir auch ein Video mit Tipps zum Stromsparen verlinkt. Übrigens gibt es zu ähnlichen Preisen auch smarte Steckdosen, bei denen man in der dazugehörigen App den Stromverbrauch sehen kann. Das wird mir aber zu viel für ein Video, denn ich habe ja auch noch den Spezialagenten Super Geheimtipp für dich. Du hast nämlich bereits einen Stromverbrauchsmesser zu Hause, deinen Stromzähler. Im Idealfall ist er schon digital, so wie meiner. Dann kannst du dir den momentanen Verbrauch direkt anschauen. Bei älteren Modellen musst du dir erst den Zählerstand abfotografieren, dein Gerät laufen lassen und danach wieder den Zählerstand abfotografieren. Die Differenz ist der Verbrauch. Einen großen Haken hat diese Methode allerdings. Du musst alle anderen Geräte ausschalten oder besser sogar ausstecken, damit du zum Beispiel den Stromverbrauch deines Herdes genau ermitteln kannst. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wüst in den Kommentaren. Falls du meinen Kanal unterstützen willst, dann lass gerne ein Super Things da. Und wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere gratis meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Fiat die Servus, ciao!